Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, lecimy przez bramę prosto do obozu myśliwych. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś daleko. Cortez nam poradził, żebyśmy trzymali się tutaj głównej drogi. Więc zróbmy to i może nie zbaczajmy ze ścieżek specjalnie, na razie przynajmniej. No bo jeszcze potrzebujemy zdobyć chociażby zbroję. Tutaj takiego ciemnego grzyba z brzegu mogę sobie zabrać akurat. Dobra, powinniśmy łatwo trafić, nie? Zróbmy szybkiego save'a, chociaż raczej powolnego, bo tutaj bardzo długo się robią zapisy gry. Ale mamy kolejne ścierowojady na naszej drodze. I tam już jest chyba obóz myśliwych. Siema, ścierwojadzie. Ja na szczęście mam skillsy i umiem się bić. Pięknie. Zabieramy. Znowu dostałam 1% do walki bronią. Niewiarygodne. Dawaj. Ścierwojadzie. Kurde, ale ładny krycik. No tak, to można, kurde, żyć, nie? Dobra, ładniusio. Lecimy teraz dalej. Do lasu wchodzić nie będziemy. Co my tu mamy? List gończy klaw. Okej. Zaraz przeczytamy. Poszukujemy klawa i jego zgraje zimieszków. Są oskarżeni o kradzieże z ostatnich morskich dostaw. Za ich głowę zostanie wydana stosowna zapłata. Nagroda 1000 roperii. Komendant Argos. No, no, kurde, 1000 roperii. Przecież to jest kupę pieniędzy. Siema. Hey, Fremder, sag an, was führt dich zu uns? Ich erkunde die Gegend. Abenteurer, was? Dann will ich dir mal einen Tipp geben. Der Wald ist kein angenehmes Pflaster. Wenn du am Leben bleiben willst, solltest du in der Stadt bleiben und den Wald echten Männern wie uns überlassen. Hier bei uns bist du natürlich auch sicher. Wirklich? Dann traue ich mich wohl lieber nicht mehr nach draußen. Kannst du mir etwas zu dieser Gegend erzählen? Klar, schließlich leben die Jungs und ich schon ewig hier. Solange du schwach bist, kann ich dir nur raten, den Wald zu meiden. Jedenfalls solltest du nicht zu weit in ihn vordringen. Die einfachste Regel, die du wissen musst: je tiefer du in den Wald gehst, desto gefährlicher wird es. Klingt logisch. Hast du sonst noch Tipps? Klar. Wenn du aber schon mal ein Tier erlegt hast, solltest du nicht vergessen, ihm das Fell, die Zähne und die Krallen abzunehmen. Das bringt eine Menge Geld. Das Fleisch ist dann schon fast unwichtig. Was macht ihr hier draußen? Schau dich mal um. Jupp, Dries und ich leben neben und von dem Wald. Wir sind Holzfäller und Jäger. Es ist ziemlich praktisch. Wenn niemand Holz kaufen will, jagen wir etwas mehr. Und wenn niemand... Fleisch kaufen will, geht ihr in den Wald und schlagt Holz, richtig? Genau. Scheinst ja ein kluger Bursche zu sein. Vielleicht kannst du sogar etwas für uns tun. Erzähl. Hast du schon die ganzen Fleischwanzen um uns herum bemerkt? Ich habe schon so viele totgeschlagen, aber sie kommen immer wieder. Wenn du es schaffst, uns diese Plage vom Hals zu schaffen, wären wir dir sehr dankbar. Ich weiß auch schon, womit ich dich entlohnen kann. Womit? Schaff du uns diese Plage vom Hals, dann wirst du es schon noch erfahren. Also, machst du's? Sieh die Sache als erledigt an. Super, wir zählen auf dich. Mach, dass das eklige Geräusch aufhört. Kannst du mir etwas beibringen? Können schon. Allerdings besteht dann das Risiko, dass du uns Konkurrenz machst. Du könntest mir diese Angst aber nehmen, wenn... Außerdem könnte ich dich Geschicklichkeit lehren. Wie viel willst du? Ich sehe, wir verstehen uns. Also für 50 Roperi bringe ich dir alles bei, was du wissen willst. Dobra, na razie mu nie będę płacić za nic. F10 robimy na zapisik. No i trzeba się pozbyć chrząszczy. Kurde, takie proste zadanko. Plaga.
Okej, to było trochę dziwne. Kurde, przecież tą bronią ubić chrząszcza, to jest dramat. Znaczy, ja nie wiem, czy ja mam w sumie je ubijać wszystkie, czy nie. Ale chyba warto by było. Bo, kurde, no. Ty, no, one się respią. To tak ma być, że mi się... Ej, to jest bug. Można sobie normalnie respić na tych chrząszczach. Ja pindole. Przecież to jest niemożliwe. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, tu możemy sobie gdzieś wejść. Fajnie by było to miejsce okraść. Ile tu jest rzeczy? O cholera. Dawaj mnie to. Wina, kupę, kurde. Piwo. Zardzewiały krótki miecz. To już to jest najlepsze, co można zebrać. Dobra, czy coś tutaj jest dziwnego? Może pod tymi beczkami albo coś? Chyba nie. Okej, tu sobie ładnie wlazłam. Skóra, owcy, wilka. Dawać mi to wszystko. Zabieram, rozpierdzielam moje wszystko. Kurde, masakra. Ale chłopów okradłam z życia. Siemanero. Co my tu mamy? Nic nie mamy. Plaga. Gdzieś to musi być ich źródło. No bezcelowa, no kurde, zauważyłam, że bije chrząszcza i nic się nie dzieje. Ale może poza obozem jest coś. Trzeba by było tutaj gdzieś zerknąć, może. Mogę przeskoczyć? Okej, mogę. Co to kuźwa jest? Ja pierdzielę! No chyba se żartujesz. Kurde, silne cholerstwo. Tylko brakuje, żeby mnie użarła. Owadzie mięso 5. Samica chrząszcza, ale była wielka. A najczęściej te robale takie są wielkie, cholernie. Już się nie będą tu odradzać, nie mają prawa. Nie masz prawa się odradzać. Ej, ja expa za nie dostaję. Co jest? Nie mam pojęcia, ale chyba już po sprawie. Ich bin zurück. Na, das sehe ich. Was ist mit den Wanzen? Hörst du die Stille? Kein Kratzen, kein einziges Geräusch. Du hast recht. Sie sind weg. Wundervoll. Egal, was du gemacht hast. Ich danke dir. Kein Problem. Wie sieht es mit der Belohnung aus? Was ich sage, das halte ich. Dieses Pergament habe ich in einem hohlen Baum gefunden. Vielleicht kannst du etwas damit anfangen. Damit du noch etwas Handfesteres hast, hier ein paar Roperi. Pergamin dostałam? Jak to Pergamin? A, że zwój. 20 punktów siły za mało. Trzeba dać w siłę kolejny poziom. I tak 30 siły bazowe się przyda, myślę. Tylko, że trzeba by było dwa poziomy wbić, bo jeszcze będzie przebicie progu punktowego. Hey, wie geht's? Wenn ich ein kühles Bier hätte, ging es mir viel besser. Bei dieser Braterei zerläuft man förmlich. Ist das nicht ein Zufall, dass du gerade hier bist? Du holst mir bestimmt ein Bier. Ein Freund bist du. Klar, wo soll ich das herkriegen? Schau mal in unserer Lagerhöhle. Da sollte es noch welches geben. Ich habe dein Bier. Dann her damit. Hier. Ach, das war gut. Danke. Zur Belohnung bekommst du auch etwas von mir. Okej, dzięki wielkie. No i nasz ostatni ziomek, czyli Triss. Nie, Forken. A gdzie jest Triss? Hey, wer bist du? Ich bin Forken. Angelernter Jäger und Holzfäller. Kannst du mir was beibringen? Nein, ich sagte doch, dass ich nur angelernt bin. Ich kann gerade mal einen Bogen halten. A gdzie jest Triss? Bo ja Trissa potrzebuję głównie, nie? Tu jest Jup.
Jup, jep, Jargen. Jurgen raczej powinnam powiedzieć. Tu się nic nie dzieje i chyba będą darli... Tu jest Tris. Mnie drzecie mordy, że ja sobie tutaj biorę rzeczy? Znaczy dla mnie git, bo ci zarąbę sprzed twarzy. Dla mnie spoko. Hej, ty. Hi. Entschuldige, ich muss das sagen, sonst schlafe ich ein. Ich bin Triss. Was machst du so? Ach naja, hier gibt es nicht mehr so viel zu tun, seitdem es einen Überschuss an Holz gibt. Unser Lager ist bereits gut befüllt. Da ist es Däumchen drehen. Oder wie meine Mutter so schön sagte, Händchen falten, München halten. Ich komme von Rufus. Er hat eine Botschaft für dich. Ah, mein guter Freund Rufus. Ich hoffe, es sind gute Nachrichten. Da wir ja so viel Fleisch haben, gebe ich dir mal was mit auf den Weg. Erzähl mir mehr. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Das Leben eines Jägers ist müßig. Jupp und ich haben im Moment nicht allzu viel zu tun. Jürgen hat glücklicherweise auch eine Jagdpause eingelegt, auch wenn er noch die restlichen Baumstämme sägt. Eigentlich warten wir nur auf weitere Aufträge aus der Stadt und dem Hafen. Das Bauholz stapelt sich bei uns bereits. Okej, dzięki za info wielkie. Tu jest jeszcze chałupa, ale tutaj nic nie zbuszujemy. Triss się za mną gapi. Trochę to dziwne. I teraz tak, przyszliśmy stąd, więc wrócimy sobie bezpiecznie drogą. Nie będziemy zbaczać na razie z kursu, bo tak z tą naszą bronią, no niby ona jest, ale w sumie jest taka dosyć słaba. Wypadałoby wbić kolejny poziom i wtedy myśleć. Chociaż tutaj są raczej ci przeciwnicy tacy w miarę. Ale tak, no idziemy do Rufusa. Tutaj jeszcze nie gadaliśmy z Klerusem i nie byłam w sumie w burdelu. No ale na razie Rufus, no. Fajnie by było chociaż mieć jakieś ubranie. Żeby nie pomyśleli, że my pracujemy, kurde, u Mentuli, nie? Siema, szczurze. Dobranoc. Rufus, to nie było tutaj właśnie przy... Nie. Tutaj chyba, w tej chacie. Der arme Kerl kann einem leid tun. Hey, was suchst du hier? Ich möchte mit Rufus sprechen. Rufus ist nicht mehr. Er wurde ermordet. Das kann nicht sein. Wer war's? Wir wissen es nicht. Seine Leiche haben wir zum Friedhof beim Wachturm im Wald gebracht. Jetzt zieh weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Co ty gadasz, masakra? Rufus został zamordowany. Jakie teraz zdobędę ubranie? Helen nam ma pomóc, a on nie ma po prostu tego w chałupie u siebie? Ja bym po prostu przeszukała chałupę. O, wadzie mnie... No nie ma tutaj ubrania. Ajajaj, się nam pogmatwała sprawa. Kurde, to idziemy do Helenki. Nie wiem, co ona nam może doradzić, ale może się uda coś zdziałać. W ogóle to mamy chyba rację do odbioru. Rufus wurde ermordet. Nein, wie konnte das passieren? Der arme Kerl hatte so ein gutes Herz. Ich habe ihm doch geraten, aus der Stadt zu fliehen, aber er wollte nicht auf mich hören. Wieso sollte er aus der Stadt fliehen? Es hätte jeden treffen können. Nein, nein. Er hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Er war stets unter Stress und... Ich verstehe schon. Wer waren diese Leute? Ich weiß es nicht. Ich möchte meine Ration abholen. Hier deine Ration. Danke. Kannst du mir weiterhelfen? Rufus hat mir vor seinem Tod versprochen, eine Kleidung zu verkaufen. Die Rekruten haben aber anscheinend vieles aus dem Haus mitgenommen. Die Rekruten haben in ihrem Wachhaus eine Truhe. Dort bewahren sie vorläufig Sachen auf. Vielleicht haben sie dort die Kleidung hingebracht. Sprich mit Cortez darüber. Vielleicht wird er sie dir einfach so geben. Dobra, no to Boris, nie patrz się tak na mnie. Cholera, wąsidle. Wąsaczu. Masakra. Cortez, weź pomóż. Eine Waffe habe ich mir immerhin schon mal beschafft. Das ist gut. Damit kannst du einen Wolf immerhin schon beeindrucken. Vielleicht, aber ich kann nicht wirklich damit umgehen. Üben heißt da wohl die Devise.
Aber da ich hier im Viertel eigentlich immer mal Zeit habe, kann ich dir auch ein paar Kniffe mit solchen Einhandwaffen zeigen. Nicht viel, aber für den Anfang doch genug. Gut, was muss ich beachten? So schnell geht das nicht. Du musst erst genügend Erfahrung sammeln. Eine kleine Sache kann ich dir aber dennoch zeigen. Mach es mir einfach nach. Das war sehr hilfreich. Danke nochmal. Für alles. Kein Problem. Wenn ich helfen kann, mache ich das gerne. Wegen der Kleidung. Hast du schon eine gefunden? Nein. Rufus wollte mir seine verkaufen, bevor er ermordet wurde. Wir haben einen Handel abgeschlossen. Ich sollte sie bekommen. Du möchtest also, dass ich dir Zugang zu Rufus' Sachen verschaffe? Verstehe ich das richtig? Ja. Immerhin haben wir ein Geschäft abgeschlossen. Da muss ich dich enttäuschen. Wir werden alle Gegenstände auf Spuren untersuchen. Es ist nicht der erste Mord hier im Viertel. Da müssen wir auf die kleinsten Spuren achten. Du kannst aber seine Hütte haben. Das sollte dich gut entschädigen. No chyba se jaja robisz. No już byliśmy w jego chacie, nie było ubrania, no ale przejdziemy się jeszcze raz. Wiadomo jak to jest z tymi skryptami. Jeszcze kawałek to było, nie? Tutaj. Hey, du, das ist mein Haus. Stell die Sachen wieder hin. Bleib ruhig, ich weiß, dass das nicht dein Haus ist. Ist es aber jetzt. Wir können das sicher irgendwie regeln. Also, was sagst du? Was hast du zu sagen? Ganz einfach. Du lässt mich mit diesen Sachen gehen und ich tue dir einen Gefallen. Ein klein. Aber immerhin kann ich dir hier im Viertel helfen. Ich hätte da schon eine Idee. Ich versuche vergeblich ins mittlere Viertel zu kommen. Rufus, der frühere Besitzer dieses Hauses, wollte mir seine Kleidung verkaufen. Jetzt ist er tot. Und was jetzt? Die Rekruten haben seine Sachen in einer Truhe im Wachhaus. Und da komme ich nicht ran. Und da du so einer bist, der sowas täglich macht, könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Du willst die Kleidung einer Leiche stehlen? Du bist ein merkwürdiger Kerl. Aber gut, ich halte ja mein Versprechen. Außerdem wollte ich schon immer diese Rekruten bestehlen. Das wird aber nicht einfach sein. Wir müssen uns da gut vorbereiten. Wie stellst du dir das vor? Erstmal gehst du zu Neodym, dem Alchemisten hier im unteren Viertel. Ich kenne ihn schon eine Weile und er ist genau der Richtige für den Fall. Sprich mit ihm. Sag ihm, dass wir einen Schlaftrank fürs Bier brauchen. Ich werde die Lage vor dem Wachhaus beobachten. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Wo finde ich Neodym? Er ist in einer der letzten Hütten. Nicht schwer zu finden. Also, mach's gut. Kurde, dobra, no. Seid. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Das kann ja nicht ewig sein. Du bist Neodym, richtig? Da kannst du Gift drauf nehmen. Ich habe welches hier, wenn du willst. Ich komme von Kelvin. Immer wenn jemand von Kelvin kommt, wird es interessant, also schieß los. Die Rekruten haben etwas in ihrem Wachhaus, was mir gehört. Kelvin schlägt vor, einen Schlaftrank fürs Bier zu machen. Das klingt vernünftig. Für den Trank werde ich aber noch ein paar Zutaten brauchen, die ich nicht habe. Kein Problem, ich werde dir alles besorgen. Sag mir einfach, was dir noch fehlt. Gut. Du wirst erstmal einen Humpen Bier auftreiben müssen. Dann werde ich 5 Buddler Fleisch, 5 Dunkelpilze und eine Heilwurzel brauchen. Davon habe ich 2 Buddler Fleisch und 1 Dunkelpilz. Den Rest müsstest du mir dann besorgen. Ich habe die Zutaten. Sehr gut. Nun warte hier. Jak dobrze, że trochę pozbieraliśmy tych składników w lesie, nie? Kurde, możemy nawet podejrzeć, co on tam robi. Wow. Normalnie niemożliwe.
Da hätten wir es. Nun, viel Spaß damit. Wenn du noch eine neue Flasche brauchst, dann komm zu mir. Beachte dabei, dass du dann die Zutaten bringen musst. No dobra, kurde, no i fajnie. No i fajnie. I co my teraz mamy do zrobienia? Dobre pytanko. W sumie to nie wiem. Zobaczmy. Nowy początek. Środek nasenny. Calvin się już pewnie niecierpliwi. Dobra, to lecimy do niego. Czy on będzie w naszej chacie dalej tutaj sobie siedział? Nie, to gdzie go znajdę? Zaraz. Obserwował strażników, tak? No to powinien być chyba gdzieś przy wieży strażniczej. Tak przynajmniej rozumuję. Nie wiem, gdzieś tutaj na przykład z tyłu. No tu jest. Wie sieht's aus? Komm um Mitternacht wieder. Zurzeit sind zu viele Wachen vor dem Haus. Dobra, o północy, tak? Czy ja mam jakąś pochodnię? Bo mi to będzie potrzebne bardzo. Nie mamy żadnej pochodni. Kurde, to będzie ciemnica. Jak nie wiem. On mi dał ten środek, nie? Tak, mamy środek nasenny. Gorzej, że będzie ciemno bardzo w nocy. Ja nie mam żadnej pochodni. Żadnej. Przecież to będzie jakiś dramat. Nie wiem, czy miałaby to być noc, czy północ. On chyba mówił o północy, no ale dobra, spróbujemy. Postaram się wam trochę rozjaśnić to podczas montowania. Jezu, jak ja chodzę. Mi się myli, co gdzie jak. Wykidajło Calvin. Hej. Wie sieht's aus? Komm um Mitternacht. Północy, dobra. To jeszcze idziemy spać. Mało ważne, niech się obudzą. Mało mnie to interesuje. Besser so für dich. Wie sieht's aus? Gut, dass du genau jetzt kommst. Vor dem Haus ist nur eine Wache. Verwickle die Wache in ein Gespräch und gib ihm den Schlaftrank. Ich werde aufpassen, dass keine anderen Wachen kommen. Dobra. Rona, tak? Hey, Rekrut. Du siehst ein bisschen müde aus. Wie wäre es, wenn wir beide ein Bierchen zu uns nehmen? Sicher. Hast du eins? Klar. Lass es dir gut schmecken. Dobra, Ron, widzę, że śpi. Nowy początek. Przyszedłem o odpowiedniej porze. Calvin? Chwila. A to ja mam zejść po tą skrzynkę? Rzeczy Rufusa. Ja sobie pozbieram resztę rzeczy stąd. Ich habe die Sachen. Lass uns abhauen. Sehr gut. Folge mir. Wir gehen zu Neodym. Was war das? Dobra, to idziemy do Neodyma. Kurde, powiem wam, że teraz nagle wszyscy do mnie piszą i nie wiem, gdzie mam patrzeć. Czy kurde na nagranie, czy komuś odpisać. Masakra. O Boże. Das war aber eine Fahrt. Was wirst du jetzt machen? Ich werde ein wenig Gras über die Sache wachsen lassen und mich im freien Lager aufhalten. Es könnte sein, dass mich morgen die Rekruten aufsuchen. Wir sehen uns also dort. Pass auf dich auf. Dobra, superowo. Nowy początek. Nareszcie zdobyłem ubranie. Teraz nic nie stoi mi na przeszkodzie, by dostać się do środkowej dzielnicy. Okej, do Neodyma. Jeszcze później zajrzeć. W porządku. Odpakujmy sobie to. Ubranie, notatka, kwarcyt. Ubranie.
Pierścień do siły, super. I notatka. Nadszedł czas zapłaty. Dobra, do Neodyma mieliśmy iść, ale on teraz pewnie będzie spał. Więc my też udajmy się do chaty, żeby się przekimać. I zobaczymy. Śpimy do rana, standardowo. Ile jeszcze mi zostało? Okej, 20 minut mamy jeszcze odcinka. Na razie, kurde, widzę, że mam kupę rzeczy do odczytywania, więc muszę wyłączyć aż internet, bo jest dramat. I do Neodyma zajrzymy. A potem możemy iść do środkowej dzielnicy chyba, z tego co dobrze zrozumiałam. Tu jest jeszcze mieszek. To fajnie, akurat tu jest piła. Neodym był tutaj. A gdzie on jest niby? Tu jesteś. Hej, ty! Ich bin wieder da. Hat mein Trank funktioniert? Ja, der Kerl ist wie ein Baby eingeschlafen. In den Sachen von Rufus habe ich noch 2 Stück Quarz gefunden. Kannst du sie gebrauchen? Quarz kann man nie genug haben. Danke dir. Warum lebst du hier? Du bist doch Alchemist. Diese Idioten aus der Zunft meinen, meine Arbeit sei dunkel und gefährde die Sicherheit der Stadt. Sie schlossen mich aus der Zunft aus und deshalb darf ich dort kein Handwerk mehr ausüben. Jetzt bin ich hier und dieser verwirrte Trottel Vanadium ist der einzige anerkannte Alchemist im Viertel. Dass ich nicht lache. Das Gute ist, dass ich hier ungestört bin. Okej, okay, środka nasennego nie potrzebujemy, więc sprawę olewamy. Okej, okay, oddaliśmy to temu. No i dobra. Czy Cortez coś powie na te nasze nocne kradzieże? Bardzo możliwe, że coś się doczepi. Też z tego co widzę, to go nawet tutaj kurna nie ma. Ale jest Klerus. Wer bist du? Ich bin Bruder Klerus, Suchender des Wissens und Priester unserer Akademie. Auf Asun gibt es eine Akademie? In der Tat, mein Sohn. Aber sie ist weit von der Stadt entfernt. Warum bist du dann hier? Diese armen Menschen hier brauchen Heilung und geistige Unterstützung. Deshalb bin ich hierher gekommen. Wir kennen keine Stadtgrenzen, wenn es um das Leben geht. Ich bin Heiler und kümmere mich um diese armen Geschöpfe hier. Wenn es dir schlecht geht, werde ich dich auch heilen. Erzähl mir mehr über diese Akademie. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Wir leben sehr bescheiden, erforschen die Geheimnisse der Magie und studieren die Geschichte unserer Welt. Außerdem bewirtschaften wir uns selbst und brauen ein vorzügliches Bier. Es heißt, dass dieses eine heilende Wirkung hat. Und? Stimmt das? Du kannst dich selbst davon überzeugen. Besuche einfach unsere Brauerei. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, sprichst du am besten mit Bruder Sakerdos. Du wirst ihn oft in der Nähe des Nordtores der Stadt antreffen können. Ich möchte mich dem Kloster anschließen. Was muss ich dafür tun? Das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Du wirst deinen Glauben auf die Probe stellen müssen. Leider kann ich dir aber nichts Genaues sagen. Du solltest dich dazu an unseren Hohepriester Alastor wenden. Dann muss ich wohl ins Kloster. Ja, du wirst den Weg sicher nicht bereuen. Unsere Gastfreundschaft ist weithin bekannt. Dobra, tak tylko z ciekawości chciałam go oczywiście zapytać. Jeszcze wejdziemy sobie tutaj do Mentuli. Hey du! Du bist wohl neu hier. Komm mal näher. Was ist los? Ich denke, du weißt, wo du hier bist. Also, womit können wir dich beglücken? Was gibt es hier denn alles? Alles, was das Herz begehrt. Meine Mädels sind, wie du sehen kannst, Spitzenklasse. Zur Entspannung kannst du auch mal in den Wasserpfeifenraum hinter der Tür gehen. Aber tu mir da keinen Mist rein. Ich warne dich. Und wenn du total abgefahren bist, haben wir auch noch eine Spezialbehandlung auf Lager. Ab und zu bekommen wir hier auch interessante Waren. Schau einfach öfter rein. Aber wer macht das hier nicht? Du
Du sprachst gerade von einer Sonderbehandlung? Ja, genau. Was ist damit? Etwa Lust bekommen? Erzähl mir erst mal ein bisschen mehr. Dann wäre doch die ganze Spannung weg. Wenn du Lust hast, komm einfach wieder her. Und vergiss nicht, 100 Ruperi mitzubringen. Ich habe gehört, dass du hier unten als einziger Steuern zahlen musst. Stimmt, aber es ist nicht viel. Ich habe mir im Laufe der Jahre eine große Stammkundschaft aufgebaut. Und die bringen dir so viel ein, dass du die Steuern mit Leichtigkeit bezahlen kannst? Naja, ab und zu gibt es schon ein paar Zechenpreller. Aber ich schreibe mir alles in mein geliebtes Schuldenbuch rein. Die zahlende Kundschaft bringt mich gut durch. Ist ja nicht so, dass meine Ware kaputt geht. Und wie hoch sind deine Steuern so? Eigentlich würde ich sagen, dass das Betriebsgeheimnis ist. Aber du bist ein amüsanter Kerl. Ich zahle 270 Ruperi pro Woche. Ganz schön happig, oder nicht? Wenn du wüsstest, was ich mir am Ende des Tages in die Tasche stecke, dann würdest du das nicht sagen. Dobra. Was hast du anzubieten? Nur außergewöhnliche Ware. Schau ruhig rein. Co my tu mamy? Pogrzebacz. Nie wiem, po co mi to ma być potrzebne, ale okej. Okay. Lupia. Hallo Süße. Bist neu hier, was? Könnte man so sagen. Aber wie kommst du darauf? Bis jetzt war noch jeder, der in dieser Stadt lebt, bei mir. So einfach ist das Schnuckelchen. Und jeder war bisher zufrieden. Komm bald wieder zu mir, Schnuckelchen. Dobra, fajowo, laseczko. Co tu się stało? Chciałam zejść na dół i zobaczyć, co się tu dzieje w ogóle. Dzień dobry. A w czas kura? Nie podoba mi się. Kurde, te pokoje. Skrzyneczka, ryba, miód, ser. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ciekawe. I tutaj też kolejna skrzyneczka. Na razie same skrzynki, które nie wymagają od nas otwierania umiejętności. Okej, okay, a my sobie zobaczymy, co się dzieje tutaj. Hey, Mann. Ich? Ja, genau du. Was ist? Wenn du mir einen Gefallen tust, zeige ich dir Wege, wie du sehr schnell sehr reich wirst. Was soll ich machen? Verkaufe mich ein paar Sachen und bring mir dann das Geld. Das ist alles? Ja, das ist alles. Bist du dabei? Was springt dabei für mich raus? Mach dir über Geld keine Gedanken. Wenn du den Auftrag erfüllt hast, spielt es keine Rolle mehr. Ich bin dabei. Gut, hier hast du die Sachen. 300 Ruperi sollen die bringen. Bring mir das Geld. Alles andere wäre unklug. Okay, Marynarz, tu jest Natalia. Marynarz i Luca. Stör mich nicht. Hallo, meine Schöne. Witaj, kochanie. Jestem Natalia. Jeśli chcesz, możesz oglądać, jak tańczę. A jak chcesz czegoś więcej, niż tylko oglądać, porozmawiaj z Mentulą. Lupie już się za tobą ogląda. Aha, dzięki. Widzę, że tutaj nie było dubbingu, więc sobie zadziałał nasz piękny plugin. Nie powinnam chyba używać w burdelu słowa plugin. No, nieważne. Co my mamy teraz zrobić? Aha, te towary Furaxa, tak? 300 roperi ma być za to. Komu ja mam to opchnąć, żeby tyle roperi wyszło? Dobre pytanie. Może Neodym byłby chętny? Jestem ciekawa, ile on by wziął za to wszystko. Hast du die Zutat? Nein. A, to nie on, tylko ta jego laska. Hej, ty! Siema. Ile ty byś wzięła za to? 53, 45, 18. Kurde, też trzeba iść do tego, do jubilera może, nie? Mamy też mieszek, więc otwórzmy go od razu. Kurde, no niedobrze.
Ale my chyba możemy wejść do tej dzielnicy wyżej, nie? Więc idziemy. Na razie tych towarów Furaxa to ja nie sprzedam, no bo kurde, jak mam je sprzedać? Nie ma za bardzo takiej możliwości. Może tutaj na górze w mieście nam się uda. Warte, Neuer. Was ist? Vor kurzem wurde etwas aus dem Wachhaus gestohlen. Einer meiner Männer meldete mir das. Weißt du etwas darüber? Nein, ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß, dass du die Sachen genommen hast, denn nur Rufus' Paket hat gefehlt. Und ich weiß auch, dass du etwas von ihm haben wolltest. Du hast aber Glück. Wir haben die Sachen untersucht und nichts Interessantes gefunden. Die hätten wir ohnehin verbrannt. Aber sowas solltest du nicht noch einmal abziehen. Darf ich nun rein? Das entscheiden die Torwachen. Versuch's einfach mal. Da ich jetzt Zugang habe, kannst du mir etwas über Asun erzählen? Nun, außer der Stadt Asun, wo wir uns gerade befinden, gibt es noch ein Kloster und das freie Lager. Die wichtigsten Teile des Landes sind zwar von Wachposten durchzogen, doch es ist für einen untrainierten Kämpfer gefährlich, alleine durchs Land zu ziehen. Welche Gefahren gibt es denn dort draußen? Erstmal solltest du die Biester, die es überall gibt, nicht unterschätzen. Wenn du nicht aufpasst, rotten sie sich zusammen und machen dir ganz schnell den Gar aus. Außerdem wären da noch Wegelagerer, die vereinzelt an den Wegen lauern und versuchen werden, dir dein letztes Hemd zu rauben. Erzähl mir von dem Kloster. Bewohnt wird das Kloster von Priestern und Mönchen. Erkundige dich dafür bei Zakardos. Er hält jeden Tag eine Predigt. Du erwähntest ein freies Lager. Was kannst du mir darüber erzählen? Ja, das freie Lager wird von einem Wulfgar geführt. Viel kann ich dir aber nicht erzählen. Am besten gehst du mal zum Marktplatz und sprichst mit einem fahrenden Händler, der auch im Lagerhandel treibt. An deiner Stelle würde ich aber lieber hier in der Stadt bleiben und mich als Rekrut bewerben. Hier herrscht Ruhe und Ordnung und du hast einen geregelten Tagesablauf. Zusätzlich gibt's auch noch einen fairen Sold. Wie ist das Leben als Rekrut so? Ich finde, Rekrut zu werden war das Beste, was ich machen konnte. Ich passe hier auf, dass alles seine Richtigkeit hat. Ab und zu gibt es zwar Ärger, aber eine größere Auseinandersetzung gab es schon lange nicht mehr. Außerdem habe ich ein kostenloses Quartier, einen Sold und täglich 3 Mahlzeiten. Was will man mehr? Dirnen? Gibt sie um die Ecke bei Mentula. Nicht gerade billig, aber jeden Roperi wert. Was muss ich machen, um als Rekrut aufgenommen zu werden? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Am besten sprichst du mit Argos. Er kommandiert die Rekruten hier im mittleren und unteren Viertel. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, dass du ohne eine anständige Arbeit nicht aufgenommen werden wirst. Muss ich sonst noch irgendwas dazu wissen? Nein, das müsste alles gewesen sein. Frag ihn einfach. Er wird dir alles erzählen. Wo finde ich Argos? Er steht meistens vorm Wachturm am Marktplatz. Dobra, no to dzięki za info. Zaraz będziemy mieli kolejny poziom. Halt! Was gibt's? Nichts, weitergehen! Dziękuję. Czy to mogę sobie... Chyba mogę to zabrać, bo się nie świeci na... pomarańczową. No i mamy krótki rzut na miasto. Czy to są kuźwa gęsi? Ale słodkie gąski. Wow. No i jest to dosyć spore miasto, podobne do tego w Kronikach Myrtany. Matko bosko, przecież ja się tu zgubię. Już to widzę, jak tutaj się gubię. Wszędzie. Masakra, naprawdę. Ja się tutaj zgubię. My się tutaj zgubimy. Wierzcie mi, że to będzie masakra. Będziemy się uczyć tego miasta długo. Jak się uda, to kupimy nawet jakiś plan tego miasta, bo ono jest ogromne. Ogromne. I wydaje mi się, że najlepiej będzie właśnie kupić jakiś plan miasta, jeżeli się da. Na razie w ogóle nie mamy żadnej mapy. Z tego, co mi się wydaje. A dobrze by było mieć jakąś mapę. Ja pierdzielę, no więcej tego rzutu się nie da. I tak się tak nie zapamięta na pierwszy rzut. Tu już widzę tego typa. Das ist also die aufstrebende Kolonialstadt Asun.
Mal sehen, was ich hier alles finde. Ich sollte am besten direkt zur Burg und dem Fürsten berichten. Chłopie, przecież ty się nie dostaniesz do żadnego księcia. Księcia, tak? Przyjęcie na rekruta. A czy możemy spróbować się dostać do księcia? Z tego, co widziałam, to tutaj jest właśnie jakieś wejście na górę. I pewnie tutaj prowadzi droga wyżej. Lol, nie zatrzymuje mnie tutaj nikt? A, bo tu jest pewnie książę na górze, nie? Halt! Drej sofort um! No właśnie. Ohne einen Beweis werde ich wohl nicht zum Fürsten vorgelassen. Am besten suche ich mir einen anderen Weg rein. Ich sollte mich hier beim wichtigen Militär umhören. Wojskowych wysokiego szczebla, na przykład Argosa, tak? Nowy początek. Mamy już wykonane to zadanie. Towary Furaxa. Dolna dzielnica, no. I teraz pytanie, gdzie jest na przykład jakiś ten jubiler, nie? To jakieś fajowe itemsy, sporo mieszków, jakaś mikstura nawet. Pełnia many. W takim miejscu? Masakra. Niemożliwe. Tu też jakieś parę pierdółek. Tutaj Herold sobie zaczął spacerować. Tu jest jakaś szubienica, plac. A tu jest Argos, okej. Okay. A to kto stał tu? Zaraz. On wcześniej stał tutaj, ale sobie stąd poszedł potem. Dora, Lydia, Elmar, sporo kupców. Kurde, jak my tutaj się rozgarniemy w tym mieście. Przecież to jest kuźwa niemożliwe. Was willst du? Schau dir meine Waren an. Ich habe seltene Gegenstände und Dinge aller Art. Wirf also einen Blick auf meine Waren. Es lohnt sich. Willst du handeln? Aber gern. Pogrzebacz. Dlaczego wszyscy kurna sprzedają pogrzebacz? On ma materiał. Co to są za rzeczy w ogóle? O kurde. Na, Kleiner? Scheint zwar ein bisschen schwach auf der Brust zu sein, aber sicherlich brauchst besonders du eine gute Waffe. Ich habe hier nur die besten Stücke, frisch aus Meister Ahus Schmiede. Also schau mal rein. Ich will sie sehen. Dann schau mal. Hey, und sieh mir beim Reden in die Augen. Ich würde mir gerne deine Ware anschauen. Immer wieder gerne. O kurde, ale broń, Yatagan, wow, lekka szabla. Fajne bronie. Pas straży, no ładnie. Dobra, bo tu jest naprawdę dużo do zrobienia. Hey, neuer. Woher willst du wissen, dass ich neu bin? Nun, ich bin ja nicht blind und außerdem habe ich hier in der Stadt gute Kontakte. Ich bekomme also vieles mit. Was willst du? Ich will nichts. Ich dachte nur, wir können uns gegenseitig einen Gefallen tun. Wie meinst du das? Nun, als Neuer hat man es nicht sonderlich leicht. Du brauchst Respekt und so weiter. Wenn du mir einen Gefallen tust, wirst du merken, dass es gut für dich ist. Was bringt mir das genau? Nun, nehmen wir mal an, du willst Rekrut werden. Dann kommst du nicht drum rum, dir meine Gunst zu sichern. Ich bin dabei. Was soll ich machen? Sehr gut. Es gibt wohl doch noch Menschen, die wissen, was gut für sie ist. Also dann hör zu. Ich habe einen Freund im freien Lager. Uwe heißt der Kerl. Schön für Uwe. Halt's Maul und hör mir gefälligst zu. Also, dieser Uwe hat ein Amulett, das ich ihm geliehen habe. Ich möchte es wiederhaben. Und da ich selbst nicht die Zeit habe, es zu holen, machst du das für mich. Klar, habe ja sonst nichts zu tun.
Was ist dabei für mich drin? Meine Anerkennung. Wenn dir das nicht reicht, kannst du Uwe ja was abknöpfen. Schließlich muss er mir das Amulett zurückgeben. Wie ist die Situation hier in der Stadt? Naja, es ist halbwegs ruhig, war aber auch schon mal angenehmer. Wo drückt denn der Schuh? Die Banditen machen mehr Probleme als üblich. Das freie Lager sowieso. Und der Schiffsverkehr läuft gar nicht mehr. Das bedeutet wieder jede Menge Arbeit für uns. Und was macht das freie Lager? Das wüsste ich auch gerne mal, aber ich denke nichts, dass der Stadt zugute kommt. Ein paar vermuten, dass sich das freie Lager an Überfällen auf die Lieferungen für Asun beteiligt. Es wird angenommen, dass sie es den Banditen zustecken oder vielleicht sogar mit ihnen kooperieren, diese ehrlosen Bastarde. Und stimmt das? Keine Ahnung, aber zutrauen würde ich sie. Was weißt du über die Banditen? Eigentlich kaum mehr als jeder andere auch. Sie sind irgendwie auf der ganzen Insel verteilt, plündern, morden und überfallen immer mal wieder Leute oder fangen Lieferungen ab. Ich glaube, die sitzen mittlerweile auf mehr Kram, als sie jemals verkaufen könnten. Und sonst kann ich dir da auch nicht mehr dazu sagen. Nur, dass du besser angemessen bewaffnet vor die Stadttore gehen solltest. Wie komme ich zum freien Lager? Na, zu Fuß. Wenn ich fliegen könnte, wäre ich längst wieder hier. Ich meine natürlich, welchen Weg ich gehen muss. Das zu erklären dauert mir zu lange. Kauf dir am Markt eine Karte. Besser noch, geh zu Adam, am Marktplatz. Soweit ich weiß, geht er regelmäßig ins freie Lager, um dort seine Waren verkaufen zu können. Er faselt zwar immer so komisches Gerede von wegen Konkurrenzdruck oder so, aber er wird dir helfen können. Geh einfach mit ihm. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na targowisku. Jesteśmy w środkowej dzielnicy. Myślę, że to jest odpowiedni moment na zakończenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie pod filmem. I co? Mam nadzieję, że Wam się modyfikacja jak na razie podoba. Teraz przed nami będzie bardzo dużo rozmów, bo to miasto też jest ogromne i w sumie mamy sporo do zrobienia. Mamy nowe zadania. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Fajnie by było je w miarę na bieżąco wykonywać, ale zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno na pewnym etapie nie będzie to możliwe, bo latanie w kółko będzie po prostu bez sensu. Nie przedłużam już, dzięki Wam, trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć!